Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einer Runde ARK Survival Evolved. Heute mit unserem Timmy. Hallihallo. Da ist er, auf dem Vogel. Nachdem ich letztes Mal eine wirklich grandios skillige Folge hingelegt habe, alleine in dem verbotenen irgendwas Zone, werde ich jetzt mal mit Timmy hinfliegen, dass er sich mal die Lage auch auskundschaften kann und mal ein bisschen schauen, was man da vielleicht eventuell dagegen tun kann, gegen diese leichte Überbevölkerung an rosa fanatischen Tieren. Aber ich glaube, da würde mir auch nicht viel einfallen, weil das ist schon ziemlich heavy dort. Also. Jetzt bin ich dabei, jetzt stirbt ja auch keiner. Es ist auch letztens niemand gestorben. Zumindest niemand, der nicht respawnen kann. Richtig. Alle, die das Video gesehen haben, wissen, dass Timmy übertreibt, weil der Vogel hat noch mindestens 500 Leben gehabt, wie ich ihn rausgezogen habe. Also. Um 5000. Das ist ja noch genug. Hey! Brauchst du nicht eine Pause? Von 5700? Nö. Da mache ich Pause. Ich hab noch mehr als die Hälfte. Mit Haar übrigens. Kannst du doch schauen, wie viel Ausdauer und so hat. Wenn du H drückst, jetzt, dann siehst du oben Ausdauer bei mir 700 von 1100. Ich sehe bei H gar nichts. Ach so, rechts oben diese überblendete Schrift. Oben, ja, gut, okay. Da hast du links rauf geschaut, wo eigentlich die Scheiße normal steht, wenn man H drückt. Führe gut. Mich weiter. Ich führe. Moment. Hast du dahin kackt? Ja, du hast dahin kackt. Entschuldigung. Aber manchmal muss man halt einfach. Nicht, weil das Klo ist erst. Nein. So. Wenn mein Fisch 10 zähmen willst, oder? In der Zone zähmst du gar nichts. Auch nicht mit dem Level 500er Giganot. Nein, in der Zone machst du gar nichts. In der Zone sind wir nämlich ziemlich platt, wahrscheinlich sogar schon, wenn wir nur mit dem Vogel reinfliegen und nicht hoch genug fliegen. Warte, ich hab dich verloren. Warte. Ich bin nur gerade ausgeflogen, ist nicht so schwierig gewesen. Aber du fliegst immer in die Höhe. Ja, weil ich auf den Pfeiler darauf will, nochmal zwischentanken, bevor wir das mal nachher erklären wieder müssen. Können, wenn du willst, aber so eine Wyvern mal angreifen. Wir müssen sowieso angreifen, wenn wir mal den leichtesten Titan, glaube ich, ist es, beschwören wollen. Da brauchen wir 10 Drachenklauen oder wie das heißt halt. Also von diesen Wyverns. Geht's? Und da geradeaus ist das Böse, oder was? Das Böse! Ja, genau, da wird's böse jetzt. Weißt du, was das Geile ist? Andere YouTuber, also du kennst nicht, aber die Losers, weil sie Zuschauer die kennen, die spielen Ark Extincts noch und die sind da zu Fuß hingegangen. Eine Elementnaut, die hab ich auch noch nie gesehen. Also jetzt, erst zum zweiten Mal. Was, diese rosanen Dinger da? Ja, bestimmt. Das ist die große Elementnaut. Nein, ich glaube, das ist die zweitgrößte, die es gibt. Von drei. Und wenn man die nicht zu nah hinfliegen, okay? Sonst löst du die aus und da kommen ganz viele böse Viecher. Auch Wyverns und so, glaube ich. Wir werden jetzt genug böse Viecher gleich sehen. Bär. Ich lande hier am Berg nochmal. Ich lande auf dem Brustrippen davon, was auch immer da gestorben ist. So groß ist nicht mal ein Titan, oder? Ja, aber es sind Brustknochen, also. Irgendwas Fettes hat da mal gelebt. Machen die Rippen solche Geräusche, oder was ist das? Ist das der Wind? Keine Ahnung. Ich hab da hinkackt, ich markiere mal das Gebiet. Warte mal, ich weiß nicht, wo du bist. Auf der Rippe. Wo? Ja, auf der vorletzten, drittletzten, da oben. Oh, ich flieg grad zur ersten hin. Ich weiß grad nicht, wo du gerade rumkrebst. Ja, ich bin ganz am Anfang gelandet, in der Mitte. Ah, da. Da. Geht's? Warte. Du kannst ja schon mal langsam nach vorne fliegen, ich komm nach. Ja, schon. So weit ist es nicht mehr. Sechstausendsiebenhundert Leben.
So, und da würde ich gern was abbauen, da hinten. Was willst du denn da abbauen erst? Da gibt's Erze, die was Silizium mit Perlen raushaut, da kriegst du viel mehr. Mach ich lieber die safe Variante. Die ist ja auch safe. Ja, ja. Schon der erste Rex hier. Mhm. 15. Noch ein Rex. Giganotto, links, rechts. Warte mal. Level 4 Giganotto, noch ein Giganotto, Level 1. Wo schwebst du denn rum? Ah, da. Hinter dir. Noch ein Giganotto. Und da willst du landen. Wirklich? Nein, will ich eh nicht, aber ich zeig's dir mal. Komm. Level 11, 10, 130. Komm. Alter, was? Das spawnt ja noch mehr, wenn du weiterfliegst. Alter, Vater, wie will man da durchkommen? Wie will man da überhaupt das reißen? Ich meine, da muss man ja mit dem Titan hin, oder? Anders geht's nicht. Wo bist denn du jetzt schon wieder? Ich bin über dir, am Berg. Vor dir. Und da oben. Na gut, ja. Hallo, Giganotto. Nicht herkommen. Bin nett. Ich land da auch mal kurz. Ich glaube, ich gehe da nie wieder her. Du musst nur aufpassen, dass du kein Corrupted Flugvieh findest, weil sonst haben wir eine Schwierigkeit. Wieso? Oh ja. Schau mal, komm her, ich zeig dir noch was. Da? Da lang? Schau dich da mal um. Alter, Fose. Was ist das? Da vor mir am Boden, genau vor mir am Boden, das sind Kristalle, diese komische Skulptur da mit die lila, rot, ah, ja, steig mal ab, bitte. Die kann man abbauen. Willst du die kurz holen? Zeig's mal, bitte. Willst du die kurz holen? Ja, ich komm gleich wieder. Da, die da am Boden überall, die kann man abbauen. Ich komm vom Himmel kurz. Also wenn du da alleine hingehst, dann wundert es mich nicht, dass du stirbst. Ich bin da nicht gestorben. Ja, aber... Na, schau. Mal ein bisschen höher fliegen, falls da so Flugviecher sind. Greif was an! Mhm. Wir können keine 180, keine 180er und 280er eigentlich auseinandernehmen. Schau dir mal an, was da rosa ist unten. Wieder was? Oder lila. Ich zerstör mal einen Baum kurz. Ach, es geht nicht. Nicht gut. Da oben kein Kollisionsmodell, ja. Ist da oben eh kein Corrupted Viech? Ne. Da sind urviel von diesen Erzen. Da sind noch weniger Viecher, wenn du unten drunter fliegst. Bis auf die 2 Giganotto da und die 3 anderen. Und den komischen Corrupted Flugdrachen. Ah! Ich bin da oben am Berg. Ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich komm grad darauf. Müsstest du da irgendwo rumkrebsen eigentlich? Ich hab gesagt, ich fliege am Berg da hoch. Ja, da bist du. Hinter dir bin ich. Oh, hallo. Er kommt drauf an, weil das Level der Flugdrache ist. Ich weiß es nicht. Da hinten, ja. Oh, nicht nur ein Flugdrache. den bin ich dann ausgewichen eigentlich mal. Sag ich jetzt mal. Ja, aber schau, die scheiß Umgebung geht ja noch weiter, schau. Ja, und hallo, du musst bedenken, dass die Giganotos ja alle Low-Level sind und so. So viel Giganotos, wie das sind, ist mindestens einer davon, jeder Zehnte oder so, mindestens über Level 80. Ja, da rennt schon einiges rum. Aber nicht mal auf dem Brückenübergang da irgendwo aus der Ruhe, egal wo du hinfliegst. Das ist alles voll mit Corrupted Viecher. Oh, da unter dir ein paar Drachen. Ja, ich verzieh mich gerade. Ich bin nur kein Geagros. Ah! Ich hab Angst. Geht doch vor dir ist nochmal ein Drache. Ah. Problem ist, manchmal fliegen die auch hoch rauf. Dann muss ich gleich höher fliegen. Ich fliege einfach mal zur Sicherheit auch höher. Ach gut, ne? Noch höher. Runterfliegen! Hochfliegen. Mach das, ich pfeife dann deinen Vogel daher, wenn du tot bist.
So, da sitze ich jetzt mal gut. So, also deiner Meinung nach können wir in der Umgebung. Was? Drache ist da relativ hoch gewesen. Links von dir, von der Also, geradeaus deiner links. Meinung nach können wir da in der nicht wirklich gut Erz farmen. Ach, super. Weiß ich gar nicht, wo es darauf noch hingeht. Da habe ich gar nicht hingeschaut letztens. Ich glaube, da ist die Karte aus jetzt irgendwo. Da oben ist der Endboss, der echte. Da wird's rot, urhellrot. Ah, ich drehe mal um. Ah ja, wie wenn man da sterben würde. Schaut nicht laut aus, jedenfalls, ja. Na. Man schaut die Umgebung jetzt da mal an. Schaut irgendwie auch nicht leider aus. Du, ich will jetzt so einen scheiß Drachen einen. Dir ist aber bewusst, damit da eventuell mehr davon aufkreuzen dann. Warum? Wenn du nur Naja. einzeln ist? Wenn es ein Einzelner ist, aber du siehst du nicht in jede Richtung, überall hin und rum ums Eck einer sitzt, der dann mitkommt, oder? Du kannst auch die kleinen. Fang klein an. Nimm da unten so ein, was denn, so ein Dilophe oder so und heb ihn auf und schlag ihn. Ja, vorhin so eine Wife von Level. Warum sehe ich das nicht? Hallo. Ich sehe es auch nicht. Warte kurz. Helfen Ah, jetzt. komme ich nicht, Glaube gell? ich. Level 15er Wife. Könnte man umbringen. Da würde ich so von da anschießen oder so, damit es raufkommt. Ja. Oder Oder. willst. Können wir machen. Können wir machen. Oder runterfliegen. Nein, nein. Runter sicher nicht. Ich habe Angst zum beim Absteigen wieder. Nee, das soll ich gleich abrutschen. Lebe wohl. Was soll ich absteigen? Warte kurz. Ich stelle mich vor dich, ich kann dich Body blocken. Wenn du absteigst. In die richtige Was? Richtung. Nee, aber da rutscht Wo nicht. ist der Drache? Das ist ja nicht so. Da fliegt er rechts. Da vor mir. Das ist er? Keine Ahnung, aber es ist der einzige, den ich sehe, so also wird das sein. Ich sehe sonst keinen. Die Range geht doch nicht so weit. Na. Hinten ist noch ein Drache. Können da gegenüber auf den Stein rüber. Nein, ich will auf jeden Fall sicher nicht tiefer gehen. Naja, die Giganotto und alles kann uns ja nichts tun, egal wie weit wir da. Die können ja Ich nicht hab raus, die können ja nicht trotzdem flüchten. Angst. Ja, ich habe in der Umgebung auch Angst gehabt, ich wollte bei Erze einbauen, aber das hat nicht hingehauen. Ja, hättest du es gemacht, jetzt ist ein Vogel nach nicht mal 30 Sekunden Tschüss sagen können. Oder schau dir das mal an, was da rumsteht hinter mir am Boden. Ja, ich bin über dir. Oi, da vorne! Wenn wir dann mit allen unseren Viechern hingehen, ohne den Giganotus, jetzt wären die Giganotus nicht da, wenn wir mit allen unseren Viechern hingehen, wenn wir reingehen, dann schaffen wir es sicher auch nicht mehr raus, ne? Wenn wir es überhaupt reinschaffen. Mit den zwei Brontos können die zwei Brontos können alles killen. Reaper Queen ist da auch noch, Das links perfekt. am Rand da, das. Ja, Reaper King. Die Brontos können, glaube ich, alles da ziemlich gut killen, was sie mit Knockback zurückwerfen können, weil dann kommen die nicht zum Hinschlagen. Bis auf die Flugviecher. Aber die Giganotto können sie ja nicht zurückwerfen. Die Rex auch nicht weit genug. Ja. Ich glaube nicht, dass wir da viel reißen. Schicklich. Vielleicht sollten wir runterfliegen, schauen, ob Biberdämme da sind. Dann können Ja. wir ein paar Siliziumperlen wenigstens mitnehmen noch. Weil die brauche ich eh für den Aufzug. Da unten ist so ein Flugviech. Unter uns. Zwei. Zwei. Sind die corrupted? Ja. Ich sehe nur eins. Zwei so fliegen da rum. Einer geht am Boden unter mir So. ziemlich und der andere da vorne. Tudelu, tudel. Ah, rechts von mir. Ah, nach links abbiegen. Ich sehe die Drachen. Ich bin wieder am Berg oben. Wo? Ja, auf dem Stein da, wo wir gerade waren. Ach so, ich bin Vor weitergeflogen 30 zum nächsten. Sekunden. Ich nicht. Ach so, ich dachte, du fliegst weiter. Ich wollte eigentlich die Level anschauen, aber irgendwie geht das nicht bei dem. Nicht zu weit weg. Wolfans. Sind einfach zu weit weg, wahrscheinlich. Ich bin jetzt Kann. ganz, ganz oben auf der Spitze vom Berg.
Ich meine, hätten wir eine Zucht und ich keine Items mit, dann würde ich ganz einfach die angreifen, oder? Ah, ich sehe dich da oben. Ich bin rechts von dir unten auf dem Spitzel. Also geradeaus hier? Na, schau nochmal an die Kante vom Berg. Ich sehe dich gerade nicht mehr. Ich bin unter dir ein bisschen, also so schräg runter. Andere Kante. Richtung Norden. Ja, weil ich weiß, wo Norden ist. Ja, laut Map schon, wenn du M auf M drückst. Oh, Norden, Norden ist nach oben. Zum Richtung Kartenrand. Hier. Heb mal ab kurz. Ich bin schon in der Luft. Ah, da, ja, ich sehe dich, ja, du bist genau in meine Richtung. Jetzt musst du schräg nach unten einfach. Einfach schräg nach unten. Ich hab das schon wieder herkackt. Ich bin geflogen vorher. Ich hab das schon wieder herkackt. Ich glaube, ich markiere wirklich alles, wo ich lande. Du pissst nichts an, du kackst alles an. Ja. Ah, da kommt ein Vogel. Ah, du. Geh mal weiter zu den Perlen. Geh mal zu den Perlen weiter. Gibt es dort auch Drachen? Nein, in den Wald runter. Wo die Biber waren. Das ist ein Wald. Der unterirdische Wald, wo die Biber waren. Ja, können wir machen. Aber da sind wir jetzt schon am Weg hin eigentlich. Mhm. Tudelu, tudelu, tudelu. Ich sehe hier gar keine Viecher unter uns. Oh ja, oh, hey, cool, da rennt sogar ein Tech-Stego rum. Das heißt da, und normale Viecher, das heißt die Corrupted Scheiße hat aufgehört da. Da wo wir jetzt sind. Hier. Oh ja, ein Petronodon rennt rum. Oh, ein T-Rex unten, aber nicht corrupted. Ja, Level 4 Stego. Oh, da rechts von uns ist eine Wyvern noch. Hm, da fliegt's grad. Wo bist du? Hinter dir, genau hinter dir. Hallo. Hey. Also da ist schon weniger corrupted. Alles, da kann man schon ein bisschen was, da kann man eventuell schon was anfangen. Aber da gibt es die Steine, die ich abbauen wollte, nicht mehr. Oh nein, ich riskiere, ich will keine. Da gibt es die Steine nicht, weil da kann ich mein Leben nicht riskieren. Da ist schau alles. Diesen Vogel im nächsten Arc, diesen Vogel da, siehst du den? Diesen, ja. Bei den Stegos, den will ich haben. Der ist urgut zum Tetch farmen, urgut zum Holz farmen. Macht urviel Damage. Welcher Vogel? Ich dachte, du hast ihn gesehen erst. Ich hätte auch geglaubt, ich habe die Stegos gesehen, ich suche gerade die Stegos. Bist du blind? Ich sehe überall nur Petronodons, oder schaut links der ähnlich von dir aus? Schaut der. Ja, das sind zwei Stegos, ja? Ja, und dieser Vogel da. Achso, dieses laufende Ding. Ja, Vogel fliegt bei mir. Ich habe jetzt einen Flugviecher gesucht und du meinst den laufenden da, ja. Ja. Da rechts von uns sind wieder Corrupted Viecher. Aber nur die nicht bösen. Also so Triceratops und so. Nicht böse. Naja, nicht ganz so böse wie die anderen. Greifen die auch an. Ja, aber die tun man nicht so viel. Wie ein Giganotto oder so. Das ist ganz so. Also ist ganz sicher so. Nächstes Arc freue ich mich schon. Oh, 110 auf 14. Nächstes Arc freue ich mich schon, wenn wir daher fliegen. Wenn er lauter 100er Giganote sind. Dann brauchen wir nicht weit fliegen, ich baue meine Base da unten. Ejo. Was, da unten passiert da überhaupt nichts. Das spawnt kein Corrupted, kein gar nichts. Wir können da unten in dieser Wald-Ding da. Oh Gott. Wir können in diesem Wald-Ding Rock Drakes und so spawnen. Also da auch noch Drachen, aber andere Drachen halt. Die unsichtbar sein können. Ja, was unsichtbar sind, sehe ich sie nicht. Das ist mir wurscht. Solange ich sie nicht sehe, sind sie nicht da. ist es Nacht, ja. Müssen wir da immer herfliegen, wenn es Nacht ist? Ja, in deiner Höhle ist sowieso finster. Also da ist ja, aber dann wird es heller, wenn es Tag ist. Ja, aber auch nicht selten. Aber wusch. Vielleicht ist mittlerweile ein einziger Gacha gespawnt von den da 50 unten waren letztens ein paar Gacha, hab ich ehrlich gesehen. Hast du so einen Pokéball mit? Einen. Jetzt? Nein. Also letztens ja ziemlich viel. Bis auf die paar Raptoren, die da rechts oder hinten rumhängen, ja? Ja. Ist da eigentlich nichts Böses. Ja, und dieser. Ja, schau dich mal um da. Wie viele Steine da sind. Ja. Wie viele Bäume.
für das grundlegende erste zum Bauen absolut lauernd. Ja, Metall ist dort auch viel. So, von ja, ich sag's dir ja nur, müssen wir ja nicht machen. Schau, genau da geradeaus, schau. Eine riesige Fläche. Ja, nach links rüber, ja. Schau. Riesige Fläche. Da kannst du irgendwas herbauen und es rennt eigentlich nichts Böses da wirklich rum. Und du hast. Bau mal eine Burg, oder? Du hast Stein, du hast Holz, du hast Wasser, du hast Eisen. Das ist eigentlich cool. Ein Gacha! Den hast du nicht umgebracht wahrscheinlich. Level 11. Na, schau, oh, da hat sich einen schönen Ausblick gemacht, der Gacha. Kurz vor die Klippe so hingesetzt. Warum schlägst du auf den Stein? Du bist deppert, Gacha. Will ihn essen. Ich weiß, aber musst du doch nicht einen Stein schlagen. Na komm wieder her, einmal. Warte kurz, ich bring den Gacha. Soll ja vielleicht ein toller Gacha noch spawnen. Toll, jetzt setzt er sich hin und du schlagst dann, der sich nicht wehrt, oder was? Kann sich wehren. Aber er sitzt nur, er ist ein Friedensangebot. Du bist eine Ratte. Selber schuld, wenn er nur Level 11 ist. Da kann er ja noch was dafür. Soll ich runterfliegen? Da unten. Da habe ich letztens, glaube ich, bin ich gestorben. Und die ganzen, was da im See sind, habe ich pullt und ich glaube, mein Vogel hat die alle umgebracht, bis auf den Bar. Also, und, die dürften nämlich die alle... Gachas suchen sich immer gute Spots aus. Direkt hinter dir da ist an der Klippe so ein einziger Platz, so für zwei Platschers. Für Gachas frei oder so. Und genau dort hat er sich hingesetzt, der eine Gacha. Mhm. Ist eh nix. Krebsen da rum. Im Boden unten, gell? Nein, in der Luft. Über dem Biber-Ding, aber ich komm schon. Ich fliege rauf, dass du nicht siehst. Da war das. Da drüben. Siehst du mich, oder was? No. Warte, ich hebe ab nach oben ein bisschen. Ich bin da, wo du gerade hingeflogen bist. Ah ja, ich bin wenig hinter dir. Ja, sehen. Da? Ich meine, wenn man hier in der Mitte baut, dann kann man sich sicher sein, dass da keine feindlichen Viecher sind. Solange es dem Biber nichts tust, tust du eh nichts, ne? Da bin ich irgendwo verreckt, da herum, glaube ich, da. Kurz vorm Wasserfall, da hinten bin ich tot gegen, da. Ja, ich meine, warum tust du auch Biberdämme genau hier machen? Ja, weil, wie du gesehen hast, vorher keine waren und da steht wieder einer. Doch, da waren sogar am Land drei. Da sind zwei? Am Land waren. Da ist kein Biber, soll ich den ausräumen? Wenn ich wieder 30 Biber angehen soll, von mir aus. Mach aber schnell. Glaubst du, geht das? Ja, du musst ja nur einfach TTT drücken, E und dann ganz schnell TTT. So, schnell alles rausnehmen und aufsteigen. Ja, das habe ich letztens eh auch, nur leider hat mich ein Angriff von der Vogel auf neutral und dann. Du kannst schon abheben. Achso, wir rennen ja alle vorbei an dir. Greifen wir nicht dann. Du musst schon sehen. Der wird dich gleich prügeln. Hm? Das sind alle Low-Level. Genauso ein Pulk hat letztens der Ding unter sich gehabt und ist drüber im Kreis geflogen und hat runtergeschlagen. Mit Anschlag 10 getroffen. Gell? Jetzt mal mit 85 Schaden. Einer von euch darf dran glauben. Du kannst mit. So, einer stirbt, damit ihr alle seht, was mit euch passiert, wenn sie mit mir anlegt. So. Ja? Ja? So. Jetzt verpisst euch. Nee, ich bring's ja nicht um. Ist aber cool, gell? Was da unten drum rennen. Will ich irgendwie umbringen, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich könnte noch ein paar ziehen und du könntest den Damm da drüben ausräumen. Halt mal kurz. Zack. 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 Wieso machst du nur 84 Schaden an den? Hä? Wieso machst du nur 84 Schaden? Du hast vorher ja 100 irgendwas gemacht. Weil die Mate-Boost sind. Du machst auch noch 57. Naja, stimmt ja, da war was. Sind schon alle ewig? Na, start noch kurz. Du bist der Letzte. So, und jetzt schmeiß am besten das ganze noch, Pelz da ist, raus. Da ist noch ein Damm. Und ein Biber, der ist spät kommen zur Party. Wo ist ein Damm? Da? Ah, da. Ah,
Da ist ein Biber, kannst du den backen rechts von dir? Ich habe Angst vor dem. Ich lass ihn auf dich drauf fallen. Danke. Kampfmusik, warum? Achso, du. Ich weiß nicht. Weil da nicht mal Zementpaste drin, gar nichts. Anscheinend, wenn die nicht lange stehen, die brauchen anscheinend auch eine Weile, bis sie was machen. Ja. Toll, die habe ich letztens ausgraben, das war jetzt für euch. Komm mal unter Land wieder ein bisschen. Aber die Viecher verfolgen mich alle. Nein, nicht über Land meine ich. Dass ich die Biber umbringen kann. Achso, ja. Zu kommen. Ich darf mich Jakob werden. Ich glaube ja. So, und jetzt? Dank. Zack. Wie kackt zack. Man? Ich hab's auf Plus geklickt. Achso, original weiß ich nicht, das hätte ich jetzt runterkackt dafür. Z, glaube ich, aber ich weiß nicht. Nö, nee, macht nichts. Macht nicht viel. So, wart ganz kurz, bitte. Ich warte. So, geht wieder? Ich muss in 10 Minuten kurz weg. Fliegen wir zurück oder was tun wir? Fliegen wir den gleichen Weg zurück. Oder da nach links rüber, weil da war ich noch nie. Oh, ich wollte schauen, ob ein Gacha gespawnt ist vielleicht. Ja, fliegen wir darauf, brauchen wir nicht gerade drauf fliegen. Schau mal, ob da mal ein Gacha rumhängt. Eisen. Zwei habe ich umgebracht. Ich flieg da über den See übrigens. Was ist da, wo die Gachas waren? Ja, ich bin ein Stück weiter rechts, glaube ich, raufgeflogen und schaub da, wo auch einer rumsteht. Komm aber jetzt wieder darüber, wo du den umgebracht hast, hinter dem Stein da. Hinter dem großen Stein, wo du den ersten Kill hast, da komme ich gerade daher. Es ist wieder kein Biberdamm. Die Siliziumperlen wären rar, wenn die Biber da sind, nicht ein bisschen Gas geben. Rar? Ja. Aber urviele Steine da, da kannst du abbauen. Wie viele Siliziumperlen brauchst du? Ich glaube 10 oder 20 für einzeln Stück und 9, 10, 12 so Stücke brauche ich. Wir sicher haben so um 300 Siliziumperlen, 400. Echt so viel? Ja. Ja, wir bräuchten. Ich will öfters Biber ausräumen. Ja, sonst brauche ich noch Obsidian, aber das spawnt laut ArcWiki auf der ganzen Karte überall. Also. Warte kurz bitte, ich komm gleich. Du bist eh unter mir links, ja. Bin ich? Ja, ich bin rechts über dir. Bist du wirklich? Ja. Warte, ich bieg hier, wenn ich aus. Das habe ich gemeint. Hier sind 0 Biber. Okay, einer und 2 Dämme. Ja, räum's aus. Ich habe keine Perlen gekriegt bis jetzt. Okay. So. Reinschauen. Keine Perlen. 200 Zement aber halt. Sag mal, wie viel hältst du aus jetzt? So, zweiter Damm natürlich auch. 18 Siliziumperlen und 300 Zement und 40 seltene Blumen. Warte, ich fahr hier kurz in die Ecke da vom Fluss noch. Ich muss mal oben rausfliegen, ich habe einen Biber mit. Okay, mach das. Schade. Weil hier waren letztens 2 Gachas Low Level. Oh gut, ich. Aber, ja. Kann ja den Biber mitnehmen. Ich mag die Gachas nicht. Alle, die ich umbringe, spawnen nicht. Ah, ist ein Gacha wieder. Nein, ist ein Tech-Parasaurus. Also. Los, Biber, komm mit mir.
Komm, Biber, du schaffst das schon. Biber schafft das schon. Was hast du mit dem Biber vor? Ich schmeiße ihn in die Corrupted Viecher rein. Bist du nicht? Die Viecher hat mich, die Viecher habe ich letztens umgebracht. Das ist die Rache. Ich muss ihn nur kurz mal absetzen. Ich habe ihm noch keinen Damage gemacht, der schlagt mich nicht mal, also. Ich muss den jetzt irgendwo absetzen. Ist da, wo wir reingeflogen sind? Und beim Wasserfall, da bin ich ziemlich raufgeflogen. Da, wo wir reingeflogen sind, ziemlich, ja. Ja. Alter, ich bin noch immer nicht draußen. Warte, ich setze den Biber mal kurz ab. Passt. Mach das. Jetzt ist er aggro auf mich. Warum auch immer. Warum? Nein, nichts dran. Sie kackt schon wieder. So, Piepsi hat wieder volle Ausdauer. So, ich habe ihn wieder. Flieg jetzt raus da oben. Leg. Piepsi! Nee, aber was können wir gegen die verbotene Zone, gegen die Viecher tun? Außer nichts. Gar nichts! Mit einem Quetzal, der schneller ist. Und 80 Velonas auf einsperren und auf aggressiv stellen. Keine Ahnung. Hm. Ich meine, Beam hat's gemacht. Halt, ich meine Idee halt. Ich bin jetzt übrigens auch draußen. Ich flieg gerade noch raus beim Tor. Tor. Ein Durchgang, ja. Auf jeden Fall hat Beam das so gemacht, also sein Freund, dass er mit dem Quetzal halt da war und so ein Gehege gebaut hat für drei Velonasaurus. Und Beam ist auch noch drauf gesessen, also 4 Velonasaurus auf den Desert Titan. Halt, und der war in 5 Minuten, glaube ich, hinig oder so. Bin jetzt am Rand im Wasserfall da hinten, da circa. Ich bin da schon oben. Herausgeflogen im Wasserfall. Ja, ich bin hier schon draußen. Ja, ich glaube, ich hab dich gesehen gerade. Bist du auf so einer Metallplattform? Ja. Na, passt. Komm mal. Ich hab den Viva da loslassen, der rennt jetzt da rum. Tu das. Hey, da ist der Viva, ja. Schau, dass er nicht runter rennt. Ja, ich hab keine Ausdauer, ich kann nicht landen, wenn er umrennt. Nein! Hab ihn wieder. Bring ihn weg von mir, dass er sich beruhigen kann. Warum schlagst du beim Viva? Ich wollte ihn doch gar nicht schlagen. Okay, nach der heutigen Erkundungstour und wieder mal Perlen farmen nach dem letzten. Wissen wir, dass wir das machen wir das nächste Mal? Es wird dort nicht mehr hingehen. Hm. Agentaris unter dir, das ist Level 50. Ja, ich muss kurz weg. Ich schmeiß den Biber danach ab, hock mich auf die Metallmauer da vorne und bin kurz auf Kader. Kannst okay. Du nicht zu Base wegfliegen? Nein, geht sich nicht mehr aus. So, da so eilig? Ja. Da schmeiß ich jetzt den Biber runter beim Rex. Lebe wohl, Biber. Tschüss, Biber. Und Tech Rex. Level 54. Jetzt rennt unten Biber rum. Alle Tech-Rexe, die ich da mal gesehen habe, waren nicht über also jetzt halt über 54. Tja, warte. Candy.
Was? So, ich muss jetzt kurz ihm helfen. Das heißt, ich muss kurz AFK. Beende aber auch die Aufnahme. So. Das heißt, wir haben uns das alles jetzt wieder angeschaut. Zu dem wir überlegen uns, was wir das nächste Mal machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Timmy. Ciao. Tschüss.